Wird der Brexit die Trading-Gelegenheit des Jahres? Darüber möchte ich in diesem Video sprechen und außerdem über die Tatsache, dass es schon in der Vergangenheit Ereignisse gab, wo man sagen konnte im Nachhinein, jawohl, genau an diesem Stichtag wäre die perfekte Zeit zum Handeln gewesen. Das gilt umso mehr, da politische Börsen heute reichlich lange Beine haben. Also schaut es euch an. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. So, politische Börsen hatten vielleicht mal kurze Beine. Niemand weiß ganz genau, wann diese Phase endete, aber sie ist definitiv vorbei. Politische Börsen sind heute sehr viel ausgeprägter. Das ist nicht erst so, seit Donald Trump mit seinem Twitter-Account den Markt wie so ein Marionettenspieler hin und her tanzen lässt. Das funktioniert mal besser, mal weniger gut. Gefährlich wird es dann, wenn aus seiner Sicht, wenn ihm das Ganze nicht mehr gelingt. Es gibt in den USA übrigens durchaus Juristen, die sagen, wir möchten, dass eine unabhängige Behörde prüft, ob das so in Ordnung ist. Niemand hat Donald Trump irgendeine Straftat vorgeworfen, warum auch. Es gibt momentan keinen Anlass dazu, das zu tun. Zumindest nicht, wenn wir über die Marktbewegung sprechen. Aber klar ist auch, so wie Donald Trump sich verhält am Markt mit seinem Twitter-Account, könnte er natürlich noch mehr Millionen und Milliarden scheffeln, denn er weiß ganz genau, ich setze diesen Tweet ab und der Markt wird deutlich fallen, ich setze diesen Tweet ab und der Markt wird deutlich steigen. Sollte er das ausnutzen, dann wäre das natürlich ein Missbrauch. Es wäre vor allen Dingen auch Marktmanipulation. Wirft ihm, wie gesagt, keiner vor, wäre aktuell auch irrelevant, weil er, soweit ich weiß, eine Immunität genießt als Präsident. Aber davon mal ganz ab, stellen wir fest, politische Börsen haben Hochkonjunktur. Und das Problem an politischen Börsen ist, dass genau wie in der Politik selbst, und das gilt übrigens auch in Zeiten, wo der politische Einfluss weniger groß ist, ja, Privatanleger erwarten immer, dass irgendwas passiert. Wenn man sich den Markt aber ganz genau anschaut, dann ist da ganz, ganz viel Konsolidierung. Das heißt also, selbst in Trendphasen bewegt sich der Markt ein, zwei, drei Perioden, in dem Fall für einen Positionstrader beispielsweise 3 Tage, und dann ist wieder eine ganze Zeit lang Ruhe. Der Markt konsolidiert also Bewegungen. Korrekturen bzw. Konsolidierung können nämlich nicht nur über die Preisachse, sondern auch über die Zeitachse erfolgen. Und das sehen wir sehr, sehr häufig. Und wenn wir uns den DAX mal im Wochenchart anschauen, dann erkennen wir, er hat sich seit Wochen nicht von der Stelle bewegt. Das ist übrigens ein großes Problem für Privatanleger, die häufig den Anspruch haben, so, ich bin heute bereit zum Handeln, also geht's los. In einem Seitwärtsmarkt ist aber sehr schwer, Geld zu verdienen und sehr leicht, Geld zu verlieren. Deswegen ist das, diese Erkenntnis, dass ein Großteil der Marktphasen sich mit Konsolidierung beschäftigt, die ist ganz, ganz wichtig. Und in der Politik ist es eben letztendlich ähnlich. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir Politik auf die wenigen Entscheidungen, die letztendlich getroffen werden, reduzieren, dann ist in der Politik, ja, es gibt sogar dieses Wort Konsolidierungsgespräche. Habt ihr euch schon mal überlegt, was das ist? Konsolidierungsgespräche heißt eigentlich so viel, we have no clue. Das heißt also, wir haben gar keine Ahnung, wie es weitergehen soll, aber wir fliegen mal zueinander und unterhalten uns über die Sache. Das ist tatsächlich ein ganz großer Teil der Politik. Kein Politiker kann das natürlich vor der Kamera sagen und ich habe sogar Verständnis dafür, denn letztendlich will auch niemand das Volk in Aufruhr bringen. Das wütende Volk schon gar nicht. Aber Politik hat ganz oft gar keine Ahnung. Das klingt jetzt nach einer Binsenweisheit, aber genau so ist es. Und beim Brexit können wir ihr noch nicht mal einen ganz großen Vorwurf machen. Weil selbst diejenigen, die den Brexit wollen, nicht mal genau wissen, wie sie ihn wollen. Ich habe heute Nigel Farage, also ein Pro-Brexit-Befürworter, das ist einer zu viel, ein Brexit-Befürworter gehört, er war einer der ersten. Am Ende haben sich ja ganz viele von denen, die gesagt haben, so machen wir das, aus der Verantwortung zurückgezogen, weil sie gemerkt haben, so richtig kommen wir da nicht aus der Affäre raus. Da sehen wir nicht so richtig schlau aus, deswegen ist der Verrückte jetzt am Werk. In Anführungszeichen, ja. Also, er sieht zumindest ein klein wenig verrückt aus und seine Aussagen sind, spielt keine Rolle hier. So, und was sagt Nigel Farage?
Ja, man solle die Briten nicht unterschätzen. Wir sind ein sehr friedfertiges Volk. Aber wenn man die Briten unterschätze, dann werde man schon sehen. Okay. Ja, das ist so ein bisschen wie eine Drohung auf dem Schulhof in der 4. Klasse. Freundchen, du wirst... Was guckst du so? Und so funktioniert eben Politik, habe ich zumindest den Eindruck, zwischen London und Brüssel auch momentan. So, das heißt aber auch, dass wir in den Phasen dazwischen ganz genau aufpassen müssen, dass wir nicht uns in irgendeine Position reinziehen lassen, die wir nicht haben wollen. Und das heißt insbesondere auch, dass man sich aus den sehr volatilen Phasen eben nicht raushalten darf. Ja, es gab früher die Empfehlung, Achtung, wenn es richtig anfängt zu brennen, dann erstmal ein bisschen zurückhalten und sehen, bis sich der Rauch gelegt hat. Wenn man aber heute so vorgeht am Markt und sagt, na, ich will erstmal schauen, was der Markt draus macht, dann verpasst man wahrscheinlich die meisten Bewegungen. Und deswegen möchte ich jetzt am Bildschirm mal ja, 3, 4 Beispiele, also das britische Pfund möchte ich zeigen und auch die 3 Automobilbauer, die deutschen. Na, wir fangen erstmal mit dem britischen Pfund direkt an. Ja, denn das ist das Erste, was bereits auf den Brexit-Beschluss reagiert hat und was in der Zukunft auch reagieren sollte. Wir wissen ja noch nicht mal, wie der Brexit aussieht. Also, heute am Montag, dem 23. September, bin ich nicht einen Deut schlauer als vor 3 Monaten, 6 Monaten, 12 Monaten. 31. Oktober, das ist das Ziel von Boris Johnson, kommt der harte, ungeregelte Brexit. Die EU sagt mit wenig Überraschung, da sagen wir Brüssel mit wenig Überraschung, wir lassen dir durchaus noch den Aufschub, wenn du den brauchst, denn sie wollen natürlich nicht diesen ungeregelten Brexit. Und ich weiß, Stand heute nicht, was in 4 Wochen passieren wird. Was ich aber weiß, man kann sich anhand der Marken bereits vorher ein Setup dafür zurechtlegen, was denn passieren könnte und wie man in diesem Fall dann reagiert. Also bitte einmal mit mir auf den Bildschirm schauen. Was ihr hier seht, ist der Kursverlauf des britischen Pfund zum US-Dollar, eins der meistgehandelten Devisenpaare der Welt, auch Cable genannt. Ja, man kann Fibonacci und sollte Fibonacci Retracements an markanten Hochs und an markanten Tiefs anlegen. Ich habe jetzt ganz bewusst mal das Brexit-Ereignis als, wenn ihr so wollt, isolierten Impuls genommen. Der hat hier stattgefunden. Im Juni 2016 kam es zu dem Zeitpunkt überraschenden Ausgang. Ja, ist jetzt mehr als 3 Jahre her, deswegen kann man sich vielleicht nicht mehr so genau dran erinnern, aber die meisten dachten wohl auch ein klein wenig geblendet durch die Berichterstattung, die sehr, sehr einseitig verlief, dass der Brexit, dieses Referendum, klar für einen Verbleib Großbritanniens in der Eurozone ausgehen würde. Es kam anders und deswegen kam es auch zu dieser deutlichen, schnellen Abwärtsbewegung. Ja, das ist für einen Forex-Wert ist das durchaus eine sehr, sehr schnelle Bewegung, die wir hier sehen. Ja, von seinem Hoch hier bei 1,50 ging es innerhalb weniger Wochen bis auf ein Tief bei 1,17, knapp 1,18. So, wenn wir diesen Impuls uns mal isoliert ansehen, dann erkennen wir ein Hoch auf Retracements, dass die anschließende Erholung wohl in dem Gedanken, wenn wir das jetzt mal fundamental untermauern wollen, wohl in dem Gedanken, dass das Ganze relativ schnell korrigiert werden würde, dass also die Brexit-Anhänger sich eines Besseren besinnen würden und. Gab es hier eine deutliche Aufwärtsbewegung, exakt bis an das 23,6er Retracement, exakt wenn wir die Wochenschlusskurse betrachten. Ja, je höher die betrachtete Zeitebene, desto aussagekräftiger. Und seitdem ging es wieder abwärts. So, das britische Pfund ist gegenüber dem US-Dollar in den letzten 12 Monaten deutlich gefallen. Ja, es gab auch mehrere Trading-Gelegenheiten, denn der Trend war abwärts gerichtet und um es mal kurzfristig jetzt unabhängig von allen politischen Nachrichten, die uns in den nächsten Wochen bevorstehen, kurz das unter Aspekt eines Traders zu besprechen. Wir sehen hier einen knappen, aber nicht aussagekräftigen Anstieg über das 78er Retracement. Von dort prallen wir aktuell ab.
unterhalb von 1,2470, wie gesagt, wir sprechen hier über Wochenschlusskurse, sollte das britische Pfund weiter fallen. So, es spricht aber nichts dagegen, sich schon mal vorzustellen, was könnte denn passieren? Aktuell, ich sagte es bereits, die Erwartung ist vermutlich, dass es noch einen weiteren Aufschub gibt. Jetzt nehmen wir einfach mal an, es gibt diesen Aufschub nicht und tatsächlich kristallisiert sich im Laufe dann wahrscheinlich weniger Tage, vielleicht sogar weniger Stunden heraus, der Hard Brexit wird kommen, so wie Boris Johnson ihn will. Dann ist anzunehmen, dass das britische Pfund gegenüber den meisten Währungspaaren deutlich an Wert verliert. Erstmal in einer initialen, ja, wenn man so will, Schockreaktion. Das könnte also bedeuten, dass hier Ziele, ja, das letzte Tief wäre hier bei 1,17, 1,18. Und jetzt nehmen wir einfach mal an, das britische Pfund rutscht nicht weiter zur Unterseite durch, sondern fängt sich hier und steigt dann erneut über 1,2470 an. Ja, dann hätten wir natürlich einen, ob man das jetzt ein W nennen will, ich tue mich immer ein bisschen schwer, da irgendwelche plakativen Überschriften dran zu klatschen. Aber klar ist, wir haben sowas wie eine umgedrehte Schulter-Kopf-Schulter-Formation dann. Also Schulter, Kopf, Schulter, wenn das nach oben hin ausgehebelt wird. Ist noch nicht so weit und ein prozyklisches Kaufsignal entsteht auch erst über 1,30. Aber man muss eben bedenken, in dem Moment, wo der Brexit verkündet wird, der Hard Brexit, wird das gesamte spekulative Kapital erstmal wie auf so einer, das muss man sich vorstellen, wie auf der, ja, wie auf der Titanic oder irgendeinem Kreuzfahrtschiff, was nach vorne aus dem, mit dem Bug aus dem Wasser guckt, ja, alle rutschen nach unten. Und dann sammelt man sich, dann wird es rationaler, dann wissen die Marktteilnehmer, hey, wenn wir alle auf der einen Seite des Schiffes stehen, das kann nicht lange gut gehen. So, anders ausgedrückt, alles, was an negativen Nachrichten dann im Markt drin ist, das lastet dann auf dem Kurs. Was soll dann noch zu weiteren Verkäufen führen? Wir sprechen hier von einer psychologischen Bewegung. Ja, denn all das, was hier passiert ist, ist ja auch unter psychologischen Aspekten geschehen. Denn tatsächlich sind ja noch sämtliche Regelungen in Kraft. Und insbesondere hier gegenüber die Amerikaner sind ja sehr, sehr willig, Handelsabkommen zu fällen, Handelsabkommen zu beschließen. Ja, sind ja schließlich Partner, Bündnispartner. Insofern könnte also eine kurze Panikreaktion hier durchaus eine Kaufgelegenheit sein. Ich werde, wenn es dann soweit ist, da ganz konkret drauf eingehen. Aktuell geht es mir nur darum, nicht zu sehr im Gedanken immer dem Mainstream zu folgen und sagen, das britische Pfund wird sich immer weiter abschwächen. Das muss nicht passieren. Und da möchte ich mal an dieser Stelle sagen, allen Euroskeptikern, das britische Pfund bietet immer noch das, was ihr euch wünscht. Eine eigene Währung und keinen Währungskorb. Also, je schwächer die Währung und die Währung ist schwach, desto besser ja für die britische Exportwirtschaft. Die Dividendenrendite des FTSE ist deutlich höher als die anderer europäischer Indizes. Das heißt also, ein massiver Einbruch könnte durchaus eine Kaufgelegenheit sein. Denn so schlecht geht es den britischen Unternehmen nicht. Sie sind aber deutlich günstiger bewertet als die meisten Unternehmen von Festlandeuropa. Und dann nochmal ein ganz kurzen Blick, hier haben wir nämlich etwas, was ich gerade angesprochen habe, was man nicht unbedingt haben will. Wir haben nämlich massive und ausgedehnte Seitwärtsphase. Ich habe hier mal den Euro fast seit Einführung, also als Bargeldeinführung zumindest, hier im Jahr 2002. Das auch mal als kleiner Hinweis darauf, dass es sich lohnt, über den Tellerrand hinauszuschauen. Denn lesen wir nicht überall, der Euro ist einfach nur dem Untergang geweiht und ist so schwach. Kein Mensch sagt das über Großbritannien. Dennoch ist der Euro heute deutlich höher. Und das war ja schon im Jahr 2007. Ja, das lag natürlich auch daran, dass London bzw. Großbritannien als Finanzplatz wahrgenommen wird. Und ein Finanzplatz wird natürlich geschwächt in einer Finanzkrise, ist ja klar. Man sieht, dass auch das nicht nachhaltig war. Also wer hier mitten in der Finanzkrise gesagt hat, jawohl, jetzt ist aus und vorbei. Es wird keine Banken mehr geben, es wird keine Versicherungen mehr geben. Ja, klingt das irgendwie vertraut für euch? Klingt das irgendwie nach aktuellen Zeiten? Das wird es nicht mehr geben. Und deswegen ist das britische Pfund zu diesem Zeitpunkt auch so schwach bewertet gewesen, ja, hier bei 95, wie seitdem nie wieder.
Panik und übertriebene Reaktionen sind für einen Trader, der mehr damit umgehen kann, Chancen. Ja, in der Folge ist der Euro zum britischen Pfund deutlich gefallen. Andersherum, das britische Pfund war sehr viel stärker. Auch hier, wenn wir uns das anschauen, 2016 Referendum hat auch hier dazu geführt, dass sich das britische Pfund abgeschwächt hat. Man sieht aber auch, der Ausbruch ist hier nicht gelungen. Das britische Pfund ist heute stärker, als es zu Zeiten der Finanzkrise war. Also auch hier das Setup beachten und möglicherweise, insbesondere wenn der Euro aus meiner Sicht hier unter 0,83 abrutscht, ja, dann spricht das eher dafür, dass das britische Pfund sich deutlich weiter verstärken sollte und nicht abschwächen. Auf der anderen Seite muss man auch fairerweise sagen, ein erneuter Ausbruch hier über 0,91 sollte zu einem Run in Richtung der Hochs führen. Wir sehen aber auch schon, dass es hier einen Fehlausbruch gab. Das hier ist übrigens auf Monatsbasis. Also soweit mal das Pfund mit zwei völlig unterschiedlichen Bildern, aber eben auch Setups, die man sich zurechtlegen kann. So, wie schon erläutert, ich kenne natürlich nicht den Stand von morgen. Das heißt also, der Termin könnte komplett hinfällig sein, schon 24 Stunden später. Könnte schon heute Nachmittag soweit sein. Was ich aber weiß, ich kommentiere das Ganze mittlerweile deutlich kurzfristiger. Ich bin auf Instagram unterwegs und dort gibt es die Möglichkeit der Stories und es gibt die Möglichkeit, live zu gehen. Und ihr könnt euch das Ganze dann ansehen. Auf Instagram, den Link, den blende ich euch hier einmal ein und unter dem Video seht ihr ihn auch. Täglich Marktberichte und da kann ich sehr viel schneller reagieren. Heute Morgen habe ich gesprochen über die Insolvenz von Thomas Cook. Am Donnerstag waren alle live dabei, als die Fed ihre Entscheidung getroffen hat und ich glaube, das ist ein echter Mehrwert, wenn man sich das anschaut. So. Jetzt habe ich es gesagt, ich möchte gerne nochmal auf drei potenziell Leidtragende eingehen. Auch dort kann man sich natürlich im Aktienbereich so ein Setup zurechtlegen. Die britischen Konsumenten mögen deutsche Autos. Das heißt also, eine Verschlechterung der Beziehung, ein Hard Brexit würde für Daimler, BMW und für Volkswagen ganz klar einen Nachteil bedeuten für die gesamte deutsche Automobilindustrie. Auch das würde sich in den Kursen sicherlich niederschlagen, denn die Erwartungshaltung ist vermutlich eher derzeit, irgendwie werden sie es noch hinbekommen. Und deswegen möchte ich mir die drei Aktien für euch auch nochmal eben anschauen. Los geht's. So, das hier sind die BMW-Vorzüge. Man muss es ganz klar sagen, Automobilwerte sind relativ schwach. Trend-Trader sollten also diesen Sektor weiterhin meiden. Ist im Übrigen einer der großen Fehler im Bereich der Privatanleger, dass sie das kaufen, was sie kennen. Das ist ein ähnlicher Effekt, bitte nicht böse sein, das ist ein ähnlicher Effekt bei vielen Studenten, die nicht wissen, was sie machen sollen. Ist ja durchaus nachvollziehbar, man braucht eine Zeit, um sich zu orientieren und dann sagen, dann studiere ich erstmal Lehramt. Warum? Weil man sich unter dem Beruf des Lehrers eine Menge vorstellen kann. Man merkt manchmal gar nicht, dass man in diese Falle tappt und leider ist es bei vielen Anlegern auch so bezogen auf die Automobilwerte. Meine Güte, BMW zur Hälfte dessen, was sie mal gekostet haben oder auch Daimler, das sind doch alles tolle Produkte, sehe ich tagtäglich auf der Straße, also muss die Aktie doch auch. So kann man, wenn man möchte, als Investor denken, gerade als Trader, der vielleicht einen gewissen Trend mitnehmen möchte, ist das nicht die richtige Herangehensweise. Es sei denn, man hätte sich vor einem Jahr entschlossen, auf Shorts zu setzen. So, wir sehen hier bei BMW aber eine Unterstützung im Bereich von 48 Euro. Das ist ein wichtiges Retracement. Das ist ein langfristiger Chart hier, ja. Ich hoffe, das wird klar. Das heißt also, möglicherweise gibt es nochmal einen Test dieser Unterstützung. Wenn der Hard Brexit so kommt, das würde die Automobilwerte wohl treffen. Man muss aber auch ganz klar immer beide Seiten der Münze benennen. Das heißt also, wenn BMW hier unter das letzte Tief bei 48 Euro abrutscht, dann ist das ein Verkaufssignal. Es kann noch mal eine ganze Etage tiefer gehen. Keine Frage.
Aber wie wäre es, wenn sich zum Beispiel die Aktie eben, wenn sie jetzt nochmal schwächer ginge und sich dann im Bereich von 48 Euro erneut fangen würde? Also so eine kleine doppelte Unterstützung. Ja, das wäre ein Szenario. Es lohnt sich auf jeden Fall, dann hier mal hinzuschauen und insbesondere auch dann am Ende die Wochen, also die Dochte sich anzusehen und die Lunten einer solchen Kerze. Beispiel, sollte es, wir gehen nochmal auf die 10 Jahre zurück, sollte es eine Wochenkerze geben, die mit oberhalb von 48 Euro schließt, also oberhalb dieser grünen Linie, aber es im Wochenverlauf, also die Lunte, teilweise deutlich darunter gewesen sein, vielleicht bei 46, bei 45 Euro, ja, lange Lunte und dann möglichst noch ein weißer Körper, das ist ein kurzfristiges Signal der Stabilisierung. Auf sowas könnte man achten. Dann schauen wir bei Daimler, ähnlich schwaches Chartbild, wenn man sich das hier anschaut, ist auf Sicht der letzten Jahre sogar noch unterhalb des 61,8er Retracements. Ähnlicher Verlauf, Abwärtstrend ist vollkommen intakt. Hier besprechen wir mal, wie wäre es bei einem prozyklischen Ausbruch. Also bei BMW der Ansatz, einmal Ausverkauf und das wird gekauft, das wäre antizyklisch. Prozyklisch wäre beispielsweise, wenn dieser Wert hier deutlich über 54, 60 anstiege. Davon sind wir allerdings noch 10 Euro entfernt und daraus wird auch was klar? Antizyklische Einstiege haben ein besseres CRV, also Chance-Risiko-Verhältnis. Und für so ein Einmalereignis wie der Brexit, ja, zumindest ein stichtagsbezogenes Ereignis oder konzentrieren wir uns mal auf eine Woche. Da sind natürlich antizyklische Einstiege umso interessanter. Man könnte es auch ganz platt formulieren. Einmal den Markt sich so richtig auskotzen lassen und dann darauf schauen, wie ob sich der Kurs dann stabilisieren kann. Gerne genommen dabei im Übrigen auch das Volumen. Ja, so ein, darf das Wort nochmal benutzen, auskotzen mit hohem Volumen und das wird dann gekauft. Oft ein kurzfristiger Boden, von dem man dann profitieren kann. Und Volkswagen, ich habe es an anderer Stelle schon gesagt, fundamental betrachtet mein Favorit. Ja, klar, Automobil, die gesamte Branche hat natürlich gelitten unter den, wie haben wir es genannt, Dieselgate. Aber der Chart sieht noch am Konstrukt, tiefsten aus. Es liegt auch daran, dass Volkswagen aufgrund seiner Aufstellung momentan auch am besten noch Geld verdient. Die fundamentalen Kennzahlen sehen bei Volkswagen am besten aus. Und wir sehen das hier auch in den letzten Jahren. Es wurde immer wieder diese leichte, ja, im Gegensatz zu den anderen beiden Werten, kann man hier nicht von einem massiven Abwärtstrend sprechen. Um das 61,8er Retracement dieser Bewegung, ich habe mal hier Dieselgate als eigenen Impuls genommen, da hat die Aktie sich ja fast gedrittelt. Seitdem sehen wir einen aufwärts gerichteten Trend, wenn auch sehr schwach. Aber man konnte immer sagen, die Unterseite, die im Moment so bei rund 138 Euro liegt, die war kaufenswert. Also, das sind beispielhaft drei Werte, die auf so ein Ereignis reagieren und wo man dann profitieren kann. Klar, man braucht ein bisschen Mut bei der Geschichte und insbesondere braucht man Stops. Soweit also zu den Aktien. Bitte im Hinterkopf behalten, es stehen bald Quartalszahlen an. Das heißt also, wenn man in so einer Aktie engagiert ist, dann sollte man wissen, wann kommen die Zahlen. Ein Weg, um das nicht zu verpassen, wäre, darauf weise ich gerne nochmal hin, mein Marktbericht auf Instagram. Sollte es also interessante Quartalszahlen geben, interessante Reaktionen von Aktien darauf, dann werde ich in diesen Marktberichten darüber sprechen. Und die sind im Übrigen, und ich habe den Eindruck, der ein oder andere wird das begrüßen, die sind im Übrigen deutlich kürzer als meine Videos. Zwischen 90 Sekunden und, ja, bei der FED-Sitzung waren es vielleicht 4 Minuten, gehe ich dort auf aktuelles Geschehen ein. So, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Liebe Grüße, euer Lars.